Jawohl, liebe Leute, und damit grüße ich euch zu einem weiteren Video. Ja, das heutige Video, das wird gar nicht so sehr für euch sein. Das wird tatsächlich eher für mich persönlich sein. Genau, denn heute will ich quasi ein Archiv erstellen. Und zwar müssen wir uns da was runterbewegen. Ich habe hier unter dieser Kategorie die besten einige Kanäle gelistet. Und wenn wir uns ganz nach links bewegen, dann haben wir dort quasi meinen eigenen Kanal. Das ist ein älterer Kanal von mir. Die Story davon ist, oder die Story dahinter ist, dass ich einen Systemcrash hatte, beziehungsweise einen Festplattencrash. Also ich hatte da einige an Daten verloren. Da ist mir damals quasi die Festplatte kaputt gegangen. Ja, und ich hatte dann auch auf der Festplatte auch mein Passwort drauf. Für YouTube hatte das nicht noch irgendwo anders notiert gehabt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, aber man kann auch den Kanal wiederherstellen. Das Problem ist aber, ich habe auch damals meine E-Mail-Adresse drauf gehabt und das Passwort dafür. Und ich weiß auch die E-Mail-Adresse gar nicht mehr. Ansonsten könnte ich ja die E-Mail-Adresse wieder instande bringen und dann mit der E-Mail-Adresse auf den Kanal wieder zugreifen. Also möglich wäre es ja an sich wahrscheinlich irgendwie, aber ja, ich habe halt damals, wie gesagt, dort diesen Kanal gegründet, hatte dann irgendwann das Passwort nicht mehr, hatte dann die E-Mail nicht mehr. Ja, und meine Resolution daraus war dann einfach, dass ich das Ganze dann neu gemacht habe, beziehungsweise halt einen neuen Kanal aufgemacht hatte. Also das habt ihr ja gerade gesehen gehabt. Das war jetzt der Kanal, den ich jetzt habe. Den habe ich jetzt auch schon seit einiger Zeit. Das erste, was ich da hochgeladen habe, das war vor 3 Jahren. Entschuldigung, vor 8 Jahren, ich habe gerade hier die 8 Wiener 3 gelesen gehabt. Ich glaube, der Kanal ist sogar tatsächlich noch älter als das, aber wie gesagt, es war mir dann egal gewesen. Ich habe dann hier, wie gesagt, einfach einen neuen Kanal gegründet. Das ist jetzt auch der Kanal, auf dem ich alles hochlade und auch die meisten Videos drauf habe. Aber wie gesagt, ich habe damals diesen alten Kanal gehabt und ich habe mich auch ein bisschen durchs Internet durchgeklickt gehabt. Ich war auf Gute Frage, ich war auf Reddit, ich war auf Google allgemein auch gewesen und wollte mich da quasi durchlesen, nach wie vielen Jahren Inaktivität ein Kanal gelöscht wird. Und es konnte mir nicht so richtig gesagt werden, also ein Google-Konto anscheinend, wenn man das 2 Jahre lang nicht benutzt hat, kann das Google-Konto gelöscht werden. Ja, aber jetzt, wie lange so ein Kanal sich hält, wenn man dort keine neuen Videos hochlädt und sich nicht einloggt, das konnte mir jetzt Google nicht direkt sagen. Es gab unterschiedliche Zahlen. Ich habe von 2 bis 8 Jahren in dem Rahmen quasi alles irgendwie gehört und gelesen. Das Lustige ist nur, das letzte Video, was hier hochgeladen wurde, das ja, war ja vor 8 Jahren hochgeladen. Also insofern, ich weiß nicht, insofern kann ja eigentlich auch 8 Jahre nicht so ganz stimmen. Aber gut, sei es wie es sei, ich wollte mir heute eigentlich die Videos bloß nochmal anschauen, das nochmal alles durchgehen, dass quasi, falls dieser Kanal irgendwann gelöscht werden sollte, ich von allem hier nochmal eine Kopie auch habe bei mir. Genau, fangen wir mal mit diesem Video an. Das war mit Zacharias Reinhardt gewesen, auch bekannt durch Agensas Brothers. Aus einem vollen WG-Zimmer. Ich überspringe mal hier die Werbung eben. So, und los geht's. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Lukas von Lukas Videosophie und ich möchte heute ein Interview. Ja, wie ihr schon hören könnt, die Videoqualität, die Tonqualität, die ist ein bisschen merkwürdig. Das fällt mir gerade erst beim Wiederanschauen auf. Das bin ich hier links, beziehungsweise ich vor, ja, gut 8 Jahren, würde ich mal schätzen. Für Blender for Absolute Beginners aufnehmen. Mein heutiger Gast ist den meisten deutschen Blender-Nutzern sicher schon bekannt, denn ich begrüße heute... Ja, wie ihr es auch seht, ich habe auch bis heute Probleme mit dem Sprechen, aber damals war es noch ein bisschen schlimmer gewesen als heute. Zacharias Reinhardt. Grüß dich, wie geht's dir? Gut so. Bisschen heiß, aber sonst geht's mir gut. Genau, ich hätte jetzt Zacharias eingeladen, dass der auch in das Bild reinfährt. Das war auch meine Idee gewesen. Ja, ich habe ihm ja ein paar Fragen gestellt. Ich würde das bloß mal ganz schnell durchgehen, weil ich habe ja für alles Untertitel gemacht. Dann könnt ihr auch das direkt alle mal durchlesen. Ich denke, jetzt das ganze Video nochmal anzuschauen, das wäre dann doch ein bisschen viel. Ich habe dann später noch ein paar Videos, die wollte ich total anschauen. Aber das wollte ich jetzt bloß nochmal schnell mit durchgehen. Also falls ihr euch hier für dieses Interview interessieren solltet und das später irgendwann nicht mehr existiert, weil der Kanal weg ist, dann könnt ihr euch wenigstens das Ganze nochmal durchlesen, was er hier von sich gibt. Ja, genau, er hat jetzt eine Affiliate gestartet, das haben, glaube ich, viele und hat dann später einen Switch auf Blender gemacht. Genau, mittlerweile starten eigentlich die meisten mit Blender. Blender ist mittlerweile, glaube ich, so ziemlich das beliebteste Starterprogramm für die meisten Leute. Ich meine, ich kann es so gut nachvollziehen, ich habe auf Facebook selber eine Gruppe Blender Help for Absolute Beginners mit über 20.000 Mitgliedern, die ich hier gegründet habe vor ein paar Jahren. Und ja, Blender ist eben auch ein sehr tolles Programm, definitiv tolle Software. Ich war auch schon zweimal auf der Blender-Konferenz in Amsterdam gewesen. Da habe ich mir also auch einiges angeschaut und dort mit Leuten dort quasi Kontakt aufgenommen. Ja, war immer wieder sehr interessant gewesen. Genau, das erzählt er gerade von seinen alten Filmen, seiner Star Wars Parodie, die er damals erstellt hatte. Ja, ich habe schon jetzt gefühlt, dass das Video deutlich länger gehen wird, als ich eigentlich vorhatte. Ich wollte eigentlich ein wirklich kurzes Video machen, so 10 Minuten oder so. Aber das wäre jetzt, glaube ich, ja, sehr ambitioniert, das alles in 10 Minuten zu fassen. Außerdem wollte ich auch noch so ein paar Videos in meiner Grundgeschichten erzählen. Das wird also auch noch mal ein bisschen dauern. Und insofern, ja. Ich
Schaut euch mal drauf an, also stellt euch darauf ein, dieses Video wird wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so gehen, würde ich mal schätzen. Vielleicht sogar noch länger als das, vielleicht auch eine Dreiviertelstunde, ich weiß es nicht. Ihr wisst es ja jetzt im Grunde vor mir, also wenn ihr auf dieses Video klickt, dann wisst ihr ja schon vornherein, wie lange das Video gehen wird. Also ihr habt jetzt quasi schon, wenn ihr euch das hier anschaut, habt ihr ja schon quasi Wissen, was ich jetzt noch gar nicht haben kann. Und dann danke ich dir nochmal und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, danke. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ich war, glaube ich, gerade Sarah ist auch ein bisschen schon nicht angeschlagen. Es klingt gerade ein bisschen weird hier, wie er Danke gesagt hat. Wir sehen uns vielleicht irgendwann nochmal wieder bei einem anderen Interview. Mal schauen. Und dann danke ich dir nochmal und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, danke. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das ist schon interessant, ne? Wenn man so Sachen so später sieht mit der Distanz dort. Okay. Ich wollte dich fragen. Stell dir vor, du musst ein Portfolio erstellen, ein professionelles Portfolio für die Industrie. was gehört da rein und wie würdest du das gestalten, das Portfolio? Also ein einfaches Portfolio ist eigentlich so, dass man gleich... Es ist übrigens, falls ihr euch gerade wundert, Zaris hat mich ja nochmal kontaktiert gehabt, seine Stimme ist normalerweise nicht so tief. Ich hatte das tatsächlich gar nicht gemerkt gehabt beim Schneiden und dann Hochladen, aber er hat mir das dann später nochmal gesagt gehabt. Ich überlege auch gerade, wie ich den Untertitel damals gemacht habe. Ich hab den Untertitel mit After Effects gemacht. Das muss Ewigkeiten gedauert haben. Ich habe, glaube ich, 2 Tage oder so an den Untertiteln bestimmt bloß gesessen gehabt. Ja, wenn ich mir das überlege, ne, 15 Minuten. Gehen wir mal davon aus, jede Minute Video braucht schon eine Viertelstunde, um dann fertiggestellt zu werden, bis man die Untertitel hat. Ja, können schon eine Menge sein. Wobei, gut, man kann auch das Ganze einfach durchgehen und sich dann immer die Zeiten aufschreiben. Bei 15, bei 12, 13 sage ich dies. Bei 12, 54 sage ich dann dies, etc. Ich hätte bestimmt 4, 5, 6 Stunden an den Untertiteln gesessen. Na gut, so viel dazu. Ja, wir hatten damals einen Aufnahmefehler. Ich weiß nicht, was da los war, aber es war irgendwas auf Zacharias Seite, das weiß ich noch. Dass bei ihm irgendwas war, was dann die Stimme ein bisschen tiefer gemacht hat. Gut, machen wir mit dem nächsten Video direkt weiter. Ja, da waren wir auf Teneriffa gewesen. Auf Teneriffa war ich schon viele Male, also insgesamt 12 Mal oder so. Also ich kenne auf Teneriffa auch so ziemlich gefühlt jeden Stein. Also wenn dort ein Stein einmal umgedreht wird, auf den Kopf gestellt wird, das kriege ich quasi mit, wenn ich dort wieder ankomme. Ja, beziehungsweise ich kenne halt den Norden vor allem besonders gut. Im Süden ist halt das Wetter doch ein bisschen arid. Im Norden ist es humider und da wachsen auch mehr Pflanzen etc. Also den Norden kenne ich besonders gut und auch sowas wie Loro Park und so kenne ich halt sehr gut. Aber im Süden waren wir auch schon auf das gewesen. Also insofern weiß ich auch da, wie es aussieht. Tatsächlich, wir sind auch viel durch die Städte gelaufen und haben uns da Sachen angeschaut. Ich glaube, wenn ihr mir so von der Stadt 10, 12 Bilder zeigen würdet, ich könnte relativ sicher sagen, ob das dann aus Teneriffa ist oder nicht. Also ich war da wirklich schon sehr oft gewesen. Genau, habe das Ganze noch ein bisschen mit klassischer Gitarrenmusik unterlegt. Genau, wir haben mir quasi so einen Fotoausflug auch gemacht. Also ich hatte hier eine 60D damals. Mittlerweile fotografiere ich mit einer 5D Mark II. Aber die 60D habe ich immer noch, weil die für Videos ziemlich gut ist. Und die macht auch, wie ihr sehen könnt, teilweise sehr, sehr schöne Bilder. Ich krieg gleich richtig Hunger. Ich habe seit 15 Stunden nichts mehr gegessen. Ich wollte mir echt gleich Abendbrot machen. Ich kriege gerade richtig Hunger, wenn ich diesen Kuchen und den Kaffee so sehe. Was war das nochmal? Das war so ein Anglergeschäft, glaube ich, gewesen. Und die hatten das dort in der Vitrine gehabt. Dieses Typ nochmal. Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt es noch einen anderen, der auch mal auch in Silber unterwegs ist. Das war nicht unser Hotel. Ich habe übrigens auch Höhenangst. Also wenn ich hier ganz oben in dem Räumen schlafen müsste, das wäre sehr, sehr anstrengend für mich. Also ich könnte mit dem Fahrstuhl hochfahren, ja, und ich könnte auch schlafen in so einem Raum, aber ich könnte wahrscheinlich nicht den Balkon betreten oder zumindest nur so einen Schritt raus oder so. Also hier hätte ich mich nicht wohl gefühlt auf jeden Fall. Aber ich sagen muss, es war auch schon mal schlimmer gewesen. Also mittlerweile kann ich auch in einem Gebäude in den 10. Stock hochlaufen. Ich fühle mich nur extrem unwohl dort. Das war schon mal schlimmer, dass ich schon so ab dem 4., vielleicht sogar 3. Stock, wenn es höher gewesen ist, schon so Probleme hatte. Das war dann schon wirklich anstrengend gewesen. Wie gesagt, mittlerweile geht's. Aber habt ihr auch ein bisschen dran gearbeitet. Ah, das war ja vom Karneval gewesen. Karneval in Teneriffa. Da bin ich übrigens nicht selber gewesen. Das waren alles Bilder, das hatte mir mein Vater überspielt gehabt. Der hatte damals schon eine 5D Mark II, genau. Das hatte ich ihm empfohlen und dann habe ich noch gesagt, sprich mal mit deinem Kumpel. Sein Kumpel ist übrigens jetzt Stadtsprecher bei der AfD. Also auch lustig, wie das läuft.
Da habe ich nämlich gesagt, sprich mal mit einem Kumpel, der hat auch eine 5D Mark II, der wird dir wahrscheinlich sagen können, dass sie gut ist. Und jetzt haben wir alle ja eine 5D Mark II, das ist schon lustig. Aber die 5D Mark II ist auch eine wirklich tolle Kamera. Und die hält auch einiges ab, also. Bei ihr war ich mir immer nicht sicher, ob sie Unterwäsche trägt. Wenn ihr mal so schaut, Moment. Also wenn ihr mal hier nach hier unten schaut. Ich warte mal kurz, bis dieser Balken unten weggegangen ist. Ich weiß nicht, es sah für mich immer so aus, als würde sie keine Unterwäsche tragen. Das ist ein bisschen... Gut, wir gehen mal ein bisschen schneller mit durch. Aber wir sehen konnten viele, viele junge, gut aussehende Frauen dort. Ah, da habe ich dann eine Postkarte noch später rausgemacht aus dem Ding. Habe ich eine Postkarte draus gemacht und dann jemand zugeschickt. Ja, also wir sehen können, wir haben ja sehr starken Fokus auf Architektur und Flora und Fauna gehabt. Ich könnte es aus Spaß sogar jedes Bild sagen, welches ich gemacht habe oder mein Vater gemacht hat. Das kann ich noch sagen. Also die beiden Zeug habe ich jetzt gerade gemacht. Das Bild habe ich gemacht. Das ist auch ein Bild von mir. Das habe ich auch gemacht. Das habe ich 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 gemacht. Das hat mein Vater gemacht. Das hat auch mein Vater gemacht. Das hat mein Vater gemacht. Das hat mein Vater gemacht. Das hat mein Vater gemacht. So, Videos sind wieder von mir. Die habe ich alle gemacht. Genau, das ist hier diese Delfin-Show im Loro-Park. Die hatten auch mal eine Orca-Show gehabt, aber ihr habt es ja vielleicht irgendwo mal in der Zeitung mitbekommen gehabt. Das war doch relativ groß gewesen. Das standen mehreren Medien. Die hatten auch mal eine Orca-Show, aber da hat ein Orca eine Frau in das Wasser gezogen für 5 Minuten. Und wie ihr euch vorstellen könnt, war das nicht sehr gut für ihre Gesundheit. Und danach wurde dann entschieden, dass ja diese Orca-Shows nicht mehr gemacht werden dort. Oh, die haben immer ein Kind, was sie dann rumziehen. Also es ist an sich immer das Gleiche. Man kennt es halt schon. Also ich bin in dieser Show bestimmt schon 10 Mal oder so gewesen. An einem Tag waren wir sogar doppelt drin, weil wir irgendwie einmal nur das Ende schauen konnten. Und dann haben wir uns nochmal den Anfang quasi angeschaut gehabt, bevor wir dann wieder ins Hotel gegangen sind. So. Also ich springe da drüber. Es ist krass, wie hoch die springen können. Das sind doch bestimmt 3 Meter oder so gewesen. Ist auch krass, wie die rückwärts springen können. Ich kenne keine andere Spezies, die das drauf hat. Ja, ist auch schon allgemein krass, was die für Tricks können, dass auch sowas physikalisch geht. So, das ist wieder von meinem Vater. Mein Vater hat hier Bilder gemacht. Das war quasi Rollenaufteilung. Mein Vater macht Bilder und ich mache Video nebenbei. Ist aber auch, sind ein paar sehr, sehr wirklich schöne mit dabei, muss man sagen. Aber gut, mein Vater hat auch als Fotograf jahrzehntelang gearbeitet. Also nicht hauptberuflich, sondern nebenberuflich. Also er hat so Ausstellungen und so weiter gemacht. Also er hat auch, dem schwächt natürlich ein gewisses fotografisches Auge für. Und er hat ja auch mit dir damals begonnen, also Analogfilm. Und er hatte mal im Keller so eine riesengroße Datenbank aus Dias, bis er es irgendwann aufgelöst hatte. Und da waren... Zehntausende, also wirklich Zehntausende von entwickelten Dias, die dort archiviert gewesen sind. Also es war ein ganzer Raum voller Dias gewesen. Also Fotografie war schon immer quasi ein großes Hobby. Genau, hier ist die Orca-Show. Die haben die jetzt, wie gesagt, mittlerweile nicht mehr, aber früher hatten die das mal gehabt. Ja, so ein Orca ist auch wie ein großer Delfin, nur leider halt auch deutlich gefährlicher. Aber ich weiß gar nicht, ob der Orca die Frau dann töten wollte. Vielleicht hat er einfach nur spielen wollen. Und manchmal Tiere wissen ja nicht, was die für Kräfte haben oder dass andere nicht so lange die Luft anhalten können. Genau, das ist jetzt wieder von mir aufgenommen. Bei meinem Vater weiß ich gar nicht, ob er je ein Video gemacht hat mit seiner Kamera, weil er fotografiert, glaube ich, bloß damit. Er kann auch Videos nicht bearbeiten. Also er hat weder die Software noch das Wissen dafür. Ich weiß ehrlich gesagt nie, ob er jeweils mit seiner Kamera ein Video aufgenommen hat. Würde mich fast wundern. Das ist wieder von meinem Vater gemacht. Das hat auch mein Vater gemacht. Das hat 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 er gemacht. Das müsst ihr auch gemacht haben. Das Bild habe ich gemacht. Das Bild ist von mir auf jeden Fall.
Das Bild habe ich gemacht. Ich glaube, man kann mich sogar. Achso, nee, jetzt beim nächsten Bild. Jetzt kann man mich hier quasi in der Scheibe sehen als Reflexion. Aber sehr interessant, auch weil man sieht nicht mein Gesicht, man sieht bloß den Hut. Und dass ich eine Kamera in der Hand halte. Man kann sogar das Logo der 60D erahnen. Man sieht aber nicht mein Gesicht. Das finde ich, hat das Bild auch so hat dem eine gewisse Mysteriosität verliehen. Das ist übrigens nicht so bearbeitet. Also ich habe die Farben bei den Fotos in der Regel ein bisschen bearbeitet. Also das konnte ein bisschen bearbeitet sein, weil ich hatte alles im RAW aufgenommen und habe dann in Photoshop die Farben gemacht. Also die Farbangleichung, die ist bearbeitet, aber dass man das Gesicht gerade nicht sehen kann, das ist nicht so bearbeitet. Ist natürlich interessant, ne? Es gibt natürlich eine gewisse Spannung halt dazu. Dadurch, dass man halt das Gesicht nicht sehen kann, gibt es halt schon so ein gewisses mysteriöses Element dem Ganzen hier. Deswegen ist es auch mit reingenommen wahrscheinlich. Fand ich interessant, das Bild. Das ist mein Bild. Ach, da waren wir in der Sprachschule gewesen, hat mein Vater ein Bild gemacht. Ich habe in der Sprachschule keine Bilder gemacht, weil das die Leute, glaube ich, sehr genervt hätte. Sie war aus Schweden, glaube ich. Irgendwie Schweden, Norwegen. Sie hat aber auch schon so gesprochen. Er war ein anderer Deutscher gewesen und sie war, glaube ich, auch deutsch gewesen. Aber sie war auch noch Veganerin. Aber hat auch die ganze Zeit Zigaretten geraucht, wo ich auch gemeint hatte, Mensch, man sagt ja sonst immer so, vegane Ernährungsweise, das ist gut für die Gesundheit, aber jetzt rauchst du die ganze Zeit, damit hast du ja deinen Veganer-Bonus quasi wieder weggemacht. Musste sie auch lachen, wo sie auch meinte dann, nee, mache ich für die Tiere, mache ich nicht für die Gesundheit. Genau, hier haben wir Verben gebeugt, querer ist wollen, yo quiero, tu quieres, ja, quiere, queremos, queréis und so weiter. Caracol, die Schnecke. Das Bild hat mein Vater gemacht, das habe ich nicht gemacht. Also die Bilder, wo wir den jungen Frauen nachgestellt haben, war nicht mein Werk gewesen. Ne? Also ich habe eher mich auf Pflanzen und Tiere und Architektur fotografiert. Also ja, das wollte ich aus dem Rande gesagt haben. Hier ist, glaube ich, ein Fehler, weil das Canon 100 bis 400 mm L-Objektiv, das fängt, glaube ich, bei einer, jetzt hätte ich fast gesagt Brennweite, bei einer Blende von 4,5 an. Das geht, glaube ich, von 4,5 bis 5,6 als maximale Offenblende. Genau, wo ich euch bloß mal gezeigt habe. Ja, ist lustig, ne? Wenn man auch später noch, Jahre später, weiß, welche Fotos man selber gemacht hat und welche nicht. Und sind es beim meisten, weiß ich es. Also das ist wieder definitiv eins von meinen. Ja. Ich hatte übrigens auch damals auf Teneriffa, wo ich das erste Mal dort gewesen bin, da war ich noch relativ klein gewesen. Wie alt war ich da? 10, vielleicht 12 maximal. Da hatte ich ein Game Boy Advance mit und ich habe da damals Final Fantasy Tactics Advance als Geschenk bekommen, als Tennis-Urlaubsgeschenk. Quasi, das ist ja auch eins meiner Lieblingsspiele. Ich weiß nicht, ob ich noch Content davon hoch habe. Ich weiß aber, ich hatte früher Knete, wo ich Sachen davon hochgeladen hatte, weil ich habe jetzt insgesamt mindestens 5, ich habe es mal zusammengezählt, wenn ich 6 YouTube-Kanäle gehabt. Leider habe ich davon nicht mehr so viel hoch, beziehungsweise eigentlich ist es ja der einzige Kanal, den ich noch des Weiteren habe. Ich habe davon leider wenig archiviert, weil ich habe damals sehr verrückte Sachen so gemacht, aber so in Richtung Stop-Motion. Also ich hatte so Sachen gemacht, natürlich alles vollkommen amateurmäßig und teilweise auch sehr billig gemacht, aber so ein bisschen, ich sag mal so, es hatte alles seinen eigenen Stil und zwar so ein bisschen wie so die früheren Animationen von Monty Python. Monty Python haben ja auch so Stop-Motion-Animationen in vielen ihrer Produktionen drin gehabt und jetzt im Nachhinein, wo ich darüber nachgedacht habe, über ein paar von Sachen, die ich damals gemacht hatte, das hat mich so ein bisschen daran erinnert gehabt. Ist eigentlich schade, weil gerade mit so einer zeitlichen Distanz das erste Zeug, wann habe ich das gemacht? Keine Ahnung, vor 15 Jahren oder so. Jetzt bin ich 32 geworden dieses Jahr. Da wäre ich 17 gewesen. Ich habe so mit 15, 16 angefangen, so kleine Stop-Motion-Sachen auch zu machen. Ist eigentlich schade so im Nachhinein, wenn man das nicht mehr hat und sich nicht mehr anschauen kann. Auch interessant war, damals gab es noch die Option, dass man auf YouTube so Freunde und so weiter machen konnte. Also dass man dort Freundschaftsanfragen schicken konnte. Das war so ein bisschen, damals ist YouTube war gewesen wie heute eine Mischung aus dem heutigen YouTube und dem heutigen Facebook. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und damals war das auch so, man konnte noch mehr Sachen anpassen. Also heute kann man ja bloß noch so einen Banner hier hochladen. Fragt mich übrigens nicht, warum mir die Bildqualität deutlich schlechter ist als jetzt auf dem neuen Kanal. Ich habe bei beiden das gleiche Bild hochgeladen. Wahrscheinlich ist einfach mittlerweile die Komprimierung ein bisschen besser geworden, dass einfach mittlerweile YouTube dort die Bilder besser verarbeitet. Aber damals, wie gesagt, also heute kann man ja bloß noch Banner hochladen. Damals konnte man aber auch noch einen Kanalhintergrund hochladen. Das war ziemlich cool gewesen. Normalerweise würde ich jetzt noch ein Video irgendwie einblenden, um das zu zeigen, aber da das eigentlich ja bloß Archiv ist für mich, oder hauptsächlich für mich ist dieses Video, erspare ich mir den Aufwand, weil das wieder Ewigkeiten dauert. Also das sind manchmal so gerade die kleinen Sachen,
die Endzeit nicht ziemlich aufhalten können. Aber wie auch sei, damals konnte man einen Kalendergrund machen und dann hatte man quasi hier so viereckig aber noch, also nicht rund, viereckig hatte man dann hier das Logo vom Kanal und ich hatte das Ganze in Photoshop gemacht und ich hatte das dann so gemacht, dass quasi auch das Logo drauf war auf dem Kanalhintergrund und ich hatte das Logo nochmal separat, das ich separat hochladen konnte, aber Logo und Kanalhintergrund quasi, die haben eine Einheit gebildet. Das hatte ich übrigens auf keinem anderen YouTube-Kanal auch so gesehen. Ich habe leider nicht mehr die Bilddatei davon. Das finde ich super schade, weil das war echt ein cool gemachter Hintergrund. Zum einen hat es mir selber gefallen, weil ich habe da mehrere Tutorials geschaut und dann dort was Eigenes draus gebastelt. Das war mit so Kachelstrukturen, müsst ihr euch quasi vorstellen. Und dann noch so wie so roten Wegen, die da durchgingen. Also ich habe mir da mehrere Sachen angeschaut und hat einen echt coolen Hintergrund gemacht. Und wie gesagt, das Logo war dann halt perfekt eingefügt, dass das Logo quasi mit dem Hintergrund eine Einheit gebildet hatte. Das war wirklich cool gewesen. Wann war das? Das war vielleicht, keine Ahnung, 2010 oder so, 2009. Irgendwas in die Richtung. Und habe halt, wie gesagt, dort diesen sehr coolen Hintergrund mit dem Logo gemacht, was halt dann zusammen harmoniert hatte. Finde ich wirklich sehr, sehr schade, dass ich es leider ja nicht zeigen kann. Also wenn ich es nur noch hätte auf meinem Harddrive, dann würde ich es euch gern zeigen. Das Lustige ist, ich konnte mir vorstellen, dass YouTube das noch irgendwo hat. Also ich weiß nicht, ob YouTube alles da weggelöscht hat von damals. Oder ob die vielleicht auch Sachen archiviert haben, weil man das später nochmal gebrauchen könnte. Kann ja auch gut sein. Das Lustige ist, ich kann nicht ausschließen, dass YouTube noch diesen Kanal und diesen Kanalhintergrund haben, weil die das archiviert haben, aber ich habe es nicht archiviert. Das heißt, ich kann nicht darauf zugreifen, YouTube kann es vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht könnt ihr das. Gut, machen wir weiter. Das waren jetzt auch die längsten Videos gewesen, die anderen gehen nicht so lange. Da habe ich den Speedup gemacht. Ja, wir kennen es ja alle. Wir starten hier mit einem Donut, einer Donut-Szene. Es war nicht meine erste 3D-Szene, aber es ja, ist schon ein bisschen älter auf jeden Fall. Also seitdem habe ich auch ein paar Fortschritte gemacht natürlich. Die Musik ist bei Kevin MacLeod. Ich habe den damals als Kevin MacLeod immer ausgesprochen. Aber ich meine, es macht ja auch Sinn, Mac und Leod. Aber nee, man spricht es anders aus. MacLeod oder MacLeod sagen auch manche, also wie Wolke quasi. Genau, das brauche ich glaube ich jetzt nicht alles explizit zu zeigen. Ja, habe hier noch ein paar Bait-Paintings gemacht. Sprinkel drauf. Die Sprinkel sehen aber auch nicht so wirklich toll aus. Also hier waren einige Sachen mit dabei, wo ich mir auch nachher denke, Mensch, was habe ich mir hier gedacht? Das sieht ja merkwürdig aus. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte damals zur Zeit sehr mit psychischer Erkrankung zu kämpfen. Und für jemanden, den es so gegangen ist oder so schlecht gegangen ist wie mir damals, oder für jemanden, den es so schlecht geht, wie es mir damals ging, ist das immer noch eine relativ vorzeigenswerte Leistung quasi, sowas hier zu machen. Ja, was mich jetzt hier stört, ist, leider berührt ja diese Glasur gar nicht den Donut. Leider ist es bloß eine Farbe, warum das Ganze auch wie so, ja, wie aus Gummi oder so oder wie aus Plastik aussieht. Ja, hier sind viele Sachen, die mich ein bisschen stören. Also würde ich es nochmal neu machen, würde es definitiv besser aussehen. Aber ich denke, auf Donut sehen habe ich keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Gut, so viel dazu. Ich glaube, da ist auch gar nicht so viel mehr zu zeigen. Ja, hier habe ich was in der Blender Game Engine gemacht. Ich habe so ein kleines Auto gemacht. Ich zeige es euch einfach mal kurz. Genau, das Auto habe ich dann mit Actuators gestört, also wo ich quasi eingeben konnte, Pfeiltasten nach vorne, bewegt das Auto, Pfeiltasten nach hinten, negative Beschleunigung. Ich konnte leider nicht machen, dass es richtig Richtungen fahren kann, aber ich konnte machen, dass es rotiert. Das ließ zwar zu, dass man auch damit vernünftig fahren konnte, aber es sah natürlich sehr komisch aus, weil es physikalisch nicht korrekt ist. Und dann habe ich auch diese Blöcke eingefügt. Diese Blöcke waren dann quasi Collision Objects. Was jetzt natürlich noch ganz cool gewesen wäre, das wäre, wenn ich so irgendwie einen Timer eingefügt hätte. Weil ein Spiel ist ja erst dann ein Spiel, wenn es auch ein Ziel hat und man irgendwas gewinnen kann. Vielleicht hätte ich noch einen Counter einfügen müssen, ich hätte aber nicht gewusst, wie. Da hätte ich jemanden fragen müssen, der sich auskennt, Mr. Larodus zum Beispiel. Ich hätte noch einen Counter einfügen können, wenn du 100 Blöcke berührt hast, hast du das Spiel gewonnen oder so. Dann wäre das sogar ein kleines Spiel gewesen. Aber, ja, ich bin auf jeden Fall durchgefahren. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier mit dem Auto einmal durchgerasselt. Genau, und man konnte damals auch die Keyframes aufnehmen, konnte dort die Keyframes aus der Game Engine aufnehmen und ich hatte es aufgenommen gehabt und dann nochmal ein bisschen hübscher rausgerendert in Cycles. Also ihr habt ja vielleicht gesehen, die Bildqualität sah jetzt ein bisschen besser aus. Texturen habe ich ja dann nicht draufgehauen, aber ja, ist trotzdem ganz lustig, sich das nachher nochmal mit anzuschauen. Ich glaube, die Game Engine ist mittlerweile gar nicht mehr im Blender drin. Finde ich auch schade, denn gerade mit diesen Actuators konnte man halt wirklich sehr schnell auch so kleine Prototypen machen. Und ja, war natürlich eigentlich ganz nice, finde ich, dass man jetzt nicht Unreal Engine oder Unity oder so noch lernen musste, sondern dass man so kleine Prototypen, wie was aussehen soll, wie was funktionieren soll, schon im Spiel selber machen konnte, im Programm selber machen konnte. Haben sie, glaube ich, mittlerweile rausgenommen, aber war eigentlich eine coole Sache, was sie damals drin hatten.
Ja, das glaube ich auch fast, dass ich einige Details nicht verstanden habe bei Back to the Future. Also allgemein Filme sind teilweise sehr komplex mit versteckten Botschaften auch etc. Ich denke, in jedem Film ist wahrscheinlich irgendwas drin, was die meisten Leute nicht bemerken oder nicht checken. Gut, dann so viel dazu. Ich habe noch eine Blender Ocean Scene. Ich muss dazu sagen, ich habe das zwar mal nachgemodelt, also es war von einem Tutorial von Zacharias, hatte das nachgemodelt, aber ich hatte einige Probleme gehabt, weswegen ich dort aufgrund von technischen Problemen das nicht beenden konnte. Und dann war ich einfach faul gewesen, weil ich dann einfach keinen Bock hatte. Ich hatte mir so gesagt, nee, jetzt habe ich schon 6 Tutorials durchgemacht und bin dann nicht weitergekommen. Und habe dann einfach dort hier meinen Namen bloß draufgesetzt mit Lucas Videosophy und das nochmal rausgerendert. Das ist jetzt also quasi die Datei, wie Zacharias das damals erstellt hatte. Und ja, ich hätte sowas natürlich nicht wieder hochgeladen oder würde jetzt, würde ich sowas nicht hochladen, wenn jemand anderes was gemacht hat. Also wenn man es nachgebaut hat und vielleicht sogar noch kreativ verändert hat, ja. Aber wenn man es sich selber erstellt hat, nein. Aber ja, es war halt so meine Einstellung, glaube ich, gewesen. Ich habe jetzt hier 6-7 Tutorials durchgemacht und es funktioniert nicht. Ich mache jetzt einfach meinen Namen dort drauf und dann ist es beendet für mich, das Projekt. Ja gut, ich hätte es vielleicht sogar jetzt runtergenommen, das Video, weil ich es nicht selber erstellt habe. Aber ich kann jetzt auf den Kanal nicht zugreifen. Und ich glaube, Zacharias wird mir deswegen nicht den Kopf abreißen. Aber gut, so viel dazu. Das wollte ich bloß kurz gezeigt haben. Ja, jetzt nähern wir uns langsam auch schon den kürzeren Teilen. Das wollte ich euch am Ganzen zeigen. Hier ist ein Video, was ich gemacht habe, ein Musikvideo. Das wollte ich euch einfach mal kurz im Ganzen zeigen, ohne groß zu kommentieren. Und werde dann noch dazu später noch eine kleine Story erzählen, falls euch das interessiert. Dann schauen wir uns da mal rein. Du bist bereit. So, jetzt muss ich mich hier gerade wieder durch Werbung durchklicken. Es ist schon lustig, wie mein alter inaktiver Kanal auf vielen Videos Werbung drauf hat, beziehungsweise Werbung drauf gespielt wird. Aber wie tatsächlich von meinem neuen Kanal nur ganz, ganz wenige Videos monetarisiert sind. Also das ist schon ein bisschen weird. Gut, ich habe auf jeden Fall ein Musikvideo gemacht. Von System of a Down habe ich ein Cover gemacht und wie ihr sehen könnt, habe ich hier einen sehr interessanten Stop-Motion-Start. Ich überlege, was ich damals für schlechte Hardware hatte, ist eigentlich die Qualität sogar überraschend gut, muss ich dazu sagen.
Ja, wie ihr sehen könnt, hier am Ende wird noch getrommelt, obwohl man keine Trommel mehr hört. Nur weil es so technisch so zu ich. Ich habe natürlich gewusst, dass es hier nicht so ganz synchron ist mit der E-Gitarre, aber ich hatte es damals nicht besser hinbekommen gehabt. Genau, also das wollte ich bloß gesagt haben. Ich habe das Ganze übrigens auf einem relativ günstigen Rechner gemacht. Ich hatte damals einen Aldi-PC gehabt. Der hatte einen Einkernprozessor gehabt mit 1,6 GHz, 2 GB RAM, eine Grafikkarte mit 256 MB RAM. Das war schon wild gewesen. Und ich habe ja alles mit einem sehr, sehr günstigen, also nach heutigen Maßstäben, sehr günstigen Kleinrechner gemacht. Also es war ja so ein Medien-PC gewesen, was andere eher so zum Anschauen von Filmen etc. benutzen. Also es war so ein kleiner Kasten gewesen, damit habe ich alles gemacht hier. Ja, das war alles schon lustig gewesen, aber so wie es mir auch damals ging, wie gesagt, also für jemanden mit so einem Krankheitsbild ist es eigentlich schon auch eine höhere Leistung, sowas herzustellen im Endeffekt. Viele können das dann auch gar nicht. Genau, ich habe übrigens auch den Ton in Guitar Pro gemacht. Also ich hatte mir erst eine Guitar Pro-Datei runtergeladen gehabt. Da war quasi das Lied an sich erstmal drauf gewesen. Aber ich habe dann noch eine Bassspur hinzugefügt und eine Drumspur und habe alles synchronisiert etc. Und falls euch auch wundert, warum die Beleuchtung so harsch ist, dass hier die Hände auch so weiß waren. Ja, das kam halt durch einen Strahler. Ich hatte dort so einen Baustrahler quasi. Oder ich hatte sogar zwei. Einer auf die Decke gerichtet, der andere war auf mich gerichtet. Der auf die Decke, der war quasi dafür da, dass ich noch ein bisschen Hintergrundbeleuchtung bekommen habe. Und so habe ich das Ganze aufgenommen gehabt. Es war übrigens auch super hell in dem Raum und auch, ich hatte insgesamt 2,5 Stunden aufgenommen. Es war auch irgendwann super heiß in dem Raum, weil die beiden Baustrahler halt die ganze Zeit abgestrahlt hatten. Das war ein bisschen anstrengend gewesen. Man sieht es gerade natürlich nicht im Bild, weil mein Gesicht nicht sieht, aber ich habe da, glaube ich, ganz schön geschwitzt gehabt, als ich das aufgenommen hatte. Das war ein bisschen anstrengender gewesen. Ja, das wollte ich tatsächlich dazu gesagt haben. Jetzt die Story dazu. Jetzt wird's ganz wild. Ich habe jetzt auf diesem Kanal, auf diesem Video 511 Aufrufe, aber ich hatte quasi ein Re-Upload. Ich hatte also einen Kanal davor gehabt, da habe ich jetzt schon hochgeladen gehabt und da ist es nämlich durch die Decke gegangen. Da hatte ich damals, ich glaube, um die 20.000 Aufrufe bekommen gehabt insgesamt, also zu dem Zeitpunkt, wo ich den Kanal nicht mehr weitergeführt hatte. Genau, da hatte ich um die 20.000 Aufrufe gehabt, also es hatten schon viele Leute gesehen gehabt und ich hatte auch über 100 Kommentare gehabt. Also das war schon eine Menge. Also 20.000 Aufrufe ist jetzt noch für mich sehr, sehr viel. Ich habe zwar ein Video, das hat über 100.000 Aufrufe, aber 20.000 Aufrufe, das ist schon deutlich über meinem Durchschnitt, das kann man definitiv sagen. Ja, und da hatte ich Urlaub gemacht, da war ich in der Schwäbischen Alb gewesen. Das ist unten in Baden-Württemberg, Richtung Tübingen, falls euch die Schwäbische Alb an sich nicht sagt. Und da war ich auf so einer Art Burg gewesen, ja, auf so einer Festung kann man sagen, so einer Bergfestung. Und da hatten wir eine Frau gehabt, die war, ja, um die 35, 40, irgendwas in die Richtung. Die war an sich so ein bisschen einfacher gestrickt, ich sag nicht dumm, aber so ein bisschen einfacher gestrickt. Aber konnte auch ein bisschen Musik so an sich machen. Und wir hatten uns beim Abendessen unterhalten gehabt, was wir denn so für Hobbys haben. Habe ich so gesagt, naja, derzeit habe ich jetzt gar nicht so viele Hobbys, ich mache noch ein bisschen Musik. Ich spiele ein bisschen Strategiespiele. Früher habe ich halt so Musikvideos gemacht. Da hat sie halt auch gemeint, was, Musikvideos, das interessiert mich auf jeden Fall, kannst mir mal was zeigen? Und ich meine auch so zu ihr, ja, ich habe jetzt gerade leider kein mobiles Internet auf dem Handy, ich kann das leider nicht zeigen, ich müsste es auf dem Computer zeigen. Ja, und da hat sie gesagt, ja, kein Problem, ich habe jetzt hier gerade ein Handy mit Vertrag, ich kann einfach von meinem Handy aufrufen, tipp einfach dein Video ein, wie es heißt, und dann kann ich mir es auf meinem Handy anschauen. Und ja, wie gesagt, wurde dann auch getan, habe das Ganze eingegeben gehabt und habe ihr dann dieses Video gezeigt. Und dann sagte sie auch so, ach, das kenne ich ja schon. Das sage ich auch so, wie, das kennst du schon? Woher kennst du das denn? Und das sagt sie dann so zu mir, ja, na, ich habe einen Freund, der hat mir das mal empfohlen gehabt. Der hatte gemeint, das ist ja vollkommen verrückt, wie dieses Video gemacht worden ist, mit den Küchenutensilien und alles. Wo es auch gemeint hatte, ja, das hat mein Freund geschickt, der fand das total verrückt und fand das total gut, der wollte es erstmal mit mir teilen. Und ja, das ist jetzt quasi so die Geschichte dahinter gewesen. Also stellt euch das mal vor, ihr geht in ein vollkommen anderes Bundesland, fahrt 500 Kilometer und trefft dann jemanden, der trotzdem YouTube-Content für euch kennt, obwohl ihr eigentlich einen Kanal habt, der nicht mal sehr groß ist. Also ich hatte damals auf dem Kanal, wo ich das hochgeladen hatte, habe ich um die 200 Abonnenten gehabt. Gerade sind es auch nicht super viele, ich bin jetzt gerade bei über 900, 912 oder sowas, hatten wir ja gerade gelesen gehabt. Gestern waren es noch 908 gewesen. Ja, aber stellt euch das mal vor, ne? Also ihr habt so einen kleinen YouTube-Kanal oder hattet mal einen kleinen YouTube-Kanal und dann geht ihr in ein anderes Bundesland da mit und zeigt ein Video zu jemandem und dann sagt euch einfach mal so ein Stranger oder halt eine fremde Person, sagt euch dann auf einmal, ja, das kenne ich ja schon, das hat mir mein Freund gezeigt, fand ich super interessant oder fand ich kreativ, wie dort das eingesetzt worden ist. Ja, das war, also das Erste, was mir da durch den Kopf gegangen ist, das war, die Welt ist ein Dorf, das habe ich auch ausgesprochen. Da musste sie zustimmen, hat dann auch gesagt, ja, da würde ich mitgehen, aber auch noch aus anderen Dingen. Also nicht nur jetzt wegen dem Video, sondern auch allgemein. Ja, aber zuerst hatte ich halt, wie gesagt, dort von mir gegeben, ja, die Welt ist ein Dorf. Und dann habe ich mich für einen kurzen Moment wie so ein Star gefühlt. So ein Mensch quasi, der irgendwo auf die Straße geht und der sich gar nicht davor retten kann, dass er überall wiedererkannt wird. Ja, fand ich sehr, sehr merkwürdig. Erinnere ich mich, wie gesagt, bis heute dran, beziehungsweise merkt ihr, erinnere ich mich bis heute dran, sonst könnte ich ja die Geschichte nicht erzählen.
ja, das fand ich schon wirklich wild, dass ich da einfach in ein anderes Bundesland gehe und tatsächlich dort jemanden von mir kennt. Also das war schon ein sehr interessanter Moment für mich gewesen. Das habe ich aber auch sonst vorher und nachher nicht erlebt gehabt. Gut, das wollte ich euch was mal so gezeigt haben. Falls der Kanal übrigens auch irgendwann wirklich gelöscht werden sollte und das hier wirklich bloß noch das Archiv bleibt, dieses Video und auch das nächste, was ich dann zeigen wollte, das nächste Musikvideo, das habe ich dann auch noch auf meiner Festplatte. Also ihr könnt euch natürlich jetzt auch so auf meinem Kanal anschauen, falls ihr es euch nochmal anschauen wollt. Ansonsten, falls der Kanal irgendwann gelöscht wird, dann werde ich es auf meinem jetzigen Kanal reuploaden, weil dieses Musikvideo und das nächste, was ich dann noch zeigen wollte, das sind mit eigentlich die besten Produktionen aus der Zeit damals. Und das fände ich sehr, sehr, sehr schade, wenn man es jetzt nicht mehr anschauen könnte oder wenn ich es mir vielleicht selber nicht mehr anschauen könnte. Deswegen habe ich es auch bei mir zu Hause archiviert und sogar, ich habe aus dem Festplattencrash gelernt auf zwei Festplatten und nochmal auf einen USB-Stick. Also solange nicht das ganze Haus abbrennt, sollten diese Dateien bei mir sicher sein. Genau, machen wir weiter mit dem nächsten, was ich hier gemacht habe. Achso, das ist ja von MS Lenker und J. Obrowska eine kleine Etüde. Das Ganze ist eigentlich bloß ein Übungsstück, aber ich habe es trotzdem irgendwie mit hochgeladen, fragt mich nicht warum. Das ist jetzt ja Guitar Pro, allerdings Guitar Pro 6. Ich hatte das System of Down Video mit Guitar Pro 5 damals noch gemacht. Ja, es ist jetzt halt ich, wie ich dort im Arbeitszimmer saß und hier ein bisschen Gitarre aufgenommen habe. Falls ihr euch auch fragt, was für eine Gitarre ist, das ist eine Karl Reichelt Konzertgitarre. Die war auch nicht ganz günstig, die war um die 750 Euro ursprünglich gewesen. Mittlerweile ist es vielleicht sogar ein bisschen mehr wert, weil tatsächlich Instrumente müssen ja eingespielt werden, also gerade Gitarren, Geigen etc. Und über die Zeit verändern die mit dem Klang auch ihre Klangfarbe, weil das Holz und so weiter auch in Strukturen sich anpasst. Das ist wirklich sehr interessant, also tatsächlich eine Gitarre zu bespielen, sorgt dafür, dass sie auch später anders klingen wird. Genau, und das ist meine gute alte Karl Reichelt Konzertgitarre. Die ist leider schon mittlerweile dreimal repariert worden, wobei das waren alles kleinere Sachen. Also einmal ist mir die Gitarre auf den Boden gefallen von einer geringen Höhe. Und da hat sich ein Riss gebildet in der Seite, das musste zugeklebt werden. Und ein anderes Mal ist sie irgendwo angeeckt. Und dann war noch irgendwann mal ein Schaden, glaube ich, gewesen. Aufgrund von Kälte und Nässe oder so. Also irgendwie nochmal so ein kleiner Riss. Oder es hat sich irgendwas gelöst gehabt. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Genau, aber das war jetzt eine Karl Reichelt Konzertgitarre. Und falls ihr euch fragt, was das hier für Hölzer sind, das ist Palisander, wie bei den meisten Konzertgitarren. Das ist ein Zedernboden. Also hier gibt es eigentlich zwei Sachen, die sehr bekannt sind. Entweder Zeder, das ist dann dieses leicht rötlich-braune Holz. Oder was auch sehr beliebt ist, das ist Fichte. Allerdings hat Zeder eine höhere Dichte und dadurch hat es auch einen härteren, stärkeren Klang. Also wenn man so spanische Musik zum Beispiel machen möchte, dann spielt man eher auf Zedern-Gitarren, weil die einen härteren Ton haben. Und wenn man eher sowas wie von Bach oder von Mozart spielen wollte oder allgemein einen weicheren Klang haben möchte, dann hat man meistens dann Fichten-Gitarren. Genau, aber ich mag halt diesen harten Zedernklang, dieses kernige. Genau, das ist eine Zedern-Gitarre und hier ist halt nochmal so ein Inlay. Hier ist übrigens auch an Seiten noch, hier ist noch ein bisschen Mahagoni. Und dann ist hier wieder an den Seiten auch nochmal ein Streifen aus Palisander rum. Falls ihr euch auch gerade fragt, warum ich immer die Holzarten spreche, ich habe damals sehr viel auch so Holzhandwerk gemacht und Strukturen gemacht etc. Und ich bin auch quasi ein Holzwurm, kann man sagen. Also ich kenne mich sehr mit Hölzern aus, gerade exotischen Hölzern. Hab da auch vieles bearbeitet. Und mir hat das auch immer sehr viel Spaß gemacht, so weil Holz auch ein sehr organischer Stoff ist, der immer noch lebt irgendwo, auch Jahre nachdem er dann geerntet worden ist oder getrocknet worden ist. Und mit Holzarbeiten, das macht mir bis heute sehr viel Spaß. Tatsächlich wollte ich mal Tischler bekommen, habe ich aber nicht gemacht, weil dann Sachen zwischendurch gekommen sind, beziehungsweise dann Klinge sich auch geändert hatten. Aber ich wollte auch mal Tischler werden. Also nicht wundern, wenn ihr mich irgendwann mal in einem Gespräch erwischt, also falls ihr mich irgendwann mal im Real Life treffen solltet auf der Straße und ihr verwickelt mich in ein Gespräch und wir unterhalten uns länger als eine Viertelstunde, dann besteht eine durchaus hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann mal irgendwas zum Thema Holz gesagt habe. Das war damals immer so eins meiner Hauptthemen auch. Also wenn ich so mit Leuten gesprochen hatte, so Smalltalk, war nicht so meine Sache, aber sobald man ein bisschen den Smalltalk überwunden hatte und das Gröbste vom Smalltalk überwunden hatte, dann kamen dann irgendwann meine Spezialthemen und Holz und Holzbearbeitung und Holzsorten und wie es gewonnen wird etc. Das war dann eins gewesen von den Sachen, was man sich dann so anhören konnte. Genau, da haben wir ja noch drei Videos. Ach nee, wir haben noch ein bisschen mehr sogar. Ja, hier ist noch mein Blender-Portfolio von 2012. Das schauen wir uns mal im Ganzen wieder an. Das war übrigens eine Kappe von einem USB-Stick, die ich modiert habe. Das seht ihr aber auch gleich.
Ach, die Ecke ist ein bisschen komisch für den Monitor. Hier habe ich so ein Teufelchen gemacht. Ah, die Kamera ist merkwürdig entmehrt. Ich mag so Raumschiffe. Das war hier für einen Musiker, der hat so digitale Musik gemacht auch und der hieß Frank Honert. War nebenbei übrigens hauptberuflich bei der Polizei. Also der war, glaube ich, aus Hamburg oder so und war dann quasi hauptberuflich bei der Polizei gewesen. Was ich auch erstellt hatte für ihn, das hat er so nie dann verwendet gehabt später, aber ich habe es trotzdem ins Portfolio reingenommen gehabt. Da habe ich so eine Kreatur gesculptet, Musik wieder bei von Kevin MacLeod. Das sollte eine Mischung sein aus einem Hasen und einem Insekt quasi. Weil ich mir dachte, ja, lass mal irgendwas vollkommen Verrücktes machen. Und ich hatte so angefangen, so mit einem Hasengesicht. Da hatte ich aber so das Problem, ja, irgendwie konnte ich das nicht so richtig. Und habe dann einfach mir so gedacht, nee, jetzt mache ich was Verrücktes. Ich gebe den hier so wie zwei Hörner, also wie so ein Hornkäfer quasi. Und wollte hier quasi einen Hasenkäfer herstellen. Würde ich mittlerweile ein bisschen hübscher machen, aber. Fand ich damals nicht ganz verkehrt. Na gut, so viel dazu. So, dann zum nächsten Musikvideo. Und zwar hier von Zelda 64, also einem Zelda-Spiel für den Nintendo 64. Das war von Ocarina of Time, soweit ich weiß. Und das heißt Kokiri Forest. Doch wer weiß, vielleicht wartet mein nächster Job ja schon hinter dieser Tür. So, ich muss hier wieder ein Video überspringen. Also heute sehe ich mir wirklich mehr Werbung an als mein eigenes Video. Das ist schon lustig. Genau, hier ist jetzt Zelda 64, Kokiri Forest. Ja, übrigens netten Shoutout auch an die gute Lena. Die ist damals schon meine Freundin gewesen oder eine meiner Freundinnen gewesen. Ja, wir sprechen immer noch manchmal zwischendurch. Lena ist mittlerweile Mutter seit einem guten halben Jahr, würde ich schätzen. Ja, also Shoutout auch an dich, Lena. Also falls du das Ganze anschaust, vielen Dank nochmal für den netten Kommentar von vor 11 Jahren. Und schön, dass wir immer noch Freunde sind, auch Jahre später. Genau, insofern, ich schaue mir mal das ganze Video mit euch zusammen an. Ja, da hatten wir das. Der Rechner übrigens, den ihr gerade seht, das war nicht der Rechner gewesen, mit dem ich das System of Down Video gemacht hatte, also den ich angesprochen hatte. Da hatte ich ja gesagt, das war ein 1,6 GHz, Einkerner und 2 GB RAM. Der Rechner im Hintergrund, der hatte einen Quad-Core gehabt, irgendwas von AMD. Aber auf jeden Fall, der war schon deutlich besser gewesen technisch als jetzt der vom System of Down Video. Ich glaube, da sind auch zwischendurch 3 Jahre oder so vergangen, wo ich die beiden Videos gemacht hatte. Oder nee, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, 3 Jahre nicht. Ich denke doch deutlich weniger, aber mindestens ein Jahr war es wahrscheinlich doch im Endeffekt, was da vergangen ist. Ja, wie ihr sehen konntet, ich habe hier wieder einige Stop-Motion-Szenen auch gehabt, also wo ich Stop-Motion-Technik angewendet hatte, also gerade hier bei diesen Gitarrensachen zum Beispiel.
Das habe ich nicht gemacht, weil ich es nicht so spielen konnte, sondern ich fand das einfach so cool, weil ich meine, da könnte ich ja selber vorstellen, wenn ich hier mit der Hand ein bisschen herhippe. Das ist natürlich kein Problem für mich, so das zu spielen, aber ich dachte mir, so ein Stop-Motion wäre vielleicht eine ganz coole Idee und könnte ganz lustig sein. Finde ich auch bis heute noch toll. Also ich schaue mir dieses Video tatsächlich ab und zu sogar mal an. Also nicht andauernd, aber so einmal im Jahr oder so oder zweimal im Jahr schaue ich mir auch meine alten Videos nochmal an. Weil gerade, wie gesagt, diese Musikvideos, die sind natürlich schon sehr aufwendig. Und das ist natürlich was ganz anderes als jetzt die Massenware, die ich mittlerweile raushaue. Also wenn ich halt Age spiele und das aufnehme, klar, das muss auch geschnitten werden, das muss auch gerendert werden, das muss auch hochgeladen werden. Aber wenn ich da ein einstündiges Age-Video hochlade, das ist wirklich deutlich weniger Aufwand, als wenn ich halt sowas hochlade, also ein Musikvideo mache. Ihr habt ja vielleicht auch gesehen, ich habe ja zwischendurch Sachen gemixt. Also es war sowohl digitale Musik aus Geta Pro kommend, dass ich hier digitale Musik verwendet habe. Ich hatte aber auch tatsächlich Originalsachen eingebaut, also wie das hier zum Beispiel gerade. Das ist zum Beispiel so aufgenommen auch. Das ist so aus der Kamera aufgenommen, was ich hier gerade mit dem Tal gespielt hatte. Und ich glaube, das mit diesem, das mit diesem Xylophon hier, das war, glaube ich, auch original aufgenommen. Also ich habe ja quasi digitale Instrumente mit analogen bzw. real existierenden Instrumenten dann durchgemischt. Ja, auch ein sehr aufwendiges Video, wie gesagt. Ich hatte aber auch insgesamt mit Planung und Schnitt und allem 3 oder 4 Tage dran gesessen und ich hatte die Woche frei gehabt. Ich glaube, das war Ferienzeit gewesen. Genau, also das war schon aufwendig gewesen, aber ich schaue es mir, wie gesagt, auch sehr gerne an im Nachhinein. Ja, auch schön zu sehen, wie rank und schlank ich damals noch gewesen bin. Falls ihr euch auch gerade fragt, was es hier für ein Shirt ist, für Time of Your Life, was ihr gerade nicht lesen könnt, hier steht eigentlich auch noch Learn a Language. Das war von EF, Education First, die gibt es immer noch, die bieten so Sprachreisen an. Und da war ich damals in England gewesen, zur ersten Sprachreise, die ich alleine gemacht hatte. Und zwar war das in Brighton gewesen. Brighton ist im Süden von England, das ist direkt dort an der Küste. Die hatten auch mal einen bekannten Brighton Pier, den habe ich auch gesehen gehabt. Da waren dann auch so teilweise Riesenräder und so weiter drauf und man konnte halt dann nach Saison quasi, wenn man dort war, konnte man halt auch dann Zuckerwatte und was nicht alles kaufen. Also Cotton Candy oder Candy Floss, wie es genannt wird. Gab es damals noch, aber das Ding ist dann irgendwann abgebrannt. Aber das war nicht durch mich und das war nicht während der Zeit, in der ich dort gewesen bin. Das wäre schon ein bisschen sehr spektakulär gewesen. Nee, das ist dann irgendwann 2 Jahre oder so später abgebrannt, wo ich dort gewesen bin. Genau, aber auch so schön so zu sehen, wie rank und schlank ich mal gewesen bin. Ich nehme nämlich Medikamente seit mehreren Jahren, also ich nehme jetzt seit 12 Jahren Medikamente. Und die haben leider dafür gesorgt, dass ich doch ein bisschen übergewichtig bin und nicht in bester gesundheitlicher Verfassung. Ja, und dementsprechend bin ich auch ein bisschen aufgegangen. Also wie so ein Brot im Backofen bin ich quasi ein bisschen aufgequollen und bin jetzt doch ja ein bisschen korpulenter als damals. Ja, aber es ist ja schön zu sehen, dass man auch mal schlank gewesen ist. Wobei ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt 32 geworden dieses Jahr. Also ich bin jetzt im Monat 32 geworden. Und ich denke, mit 32 sind, glaube ich, viele schon so ein bisschen korpulenter. Also ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der dort ein bisschen Übergewicht hat. Man sieht es ja auch im Bekanntenkreis, glaube ich, wann es mit meinem Alter ist. Ab 30, viele Leute kriegen langsam ihre Glatze, haben vielleicht schon in Ansätzen eine Glatze. Ich habe keine Glatze, ich habe bloß Geheimratsecken. Ja, entweder die Haare schwinden oder der Bauch nimmt zu. Oder ja, in vielen Fällen auch beides. Dass sowohl die Haare schwinden als auch der Bauch zunimmt, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Ich sehe gerade, dass ich eine extrem interessante Maske hatte, aber ich hätte die Maske eigentlich um die Hand so machen sollen, das wäre noch besser gewesen. Weil ich habe ja eine geblurrte Maske, ihr seht das ja vielleicht, dass ich eine weiche Maskenkante hatte. Ich hätte es vielleicht so rausschneiden sollen und dann hier nochmal einen Schnitt machen sollen, dass das so aussieht. Aber ist irgendwie trotzdem irgendwie elegant gemacht, wie ich das gemacht habe. Na gut. Also wie gesagt, falls mein alter Kanal irgendwann mal gelöscht werden sollte, dieses Video und das System of a Down Video, die würde ich dann re-uploaden. Ansonsten, falls ihr das Ganze nochmal sehen wollt, weil es euch aus irgendeinem Grund auch immer gefallen hat, dann könnt ihr euch auf meinen Kanal klicken und dann auf diesen Kanal und dann findet ihr das auch selber nochmal. So, aber jetzt nähern wir uns hier wirklich schon dem Ende an. Das hier war ein Speedart gewesen. Das können wir uns ja auch einfach mal kurz anschauen. Oh, 3 Daumen nach unten, 1 nach oben, Boss. Es ist so schlecht hier, was ich gemacht habe. Okay, auch interessant, die Kommentare. Dude, betters, I'm a try it for myself. Oh, und I'm subscribed. Also ihm hat es gefallen anscheinend. Dem hat es auch gefallen. Was auch immer heißt, ich müsste eigentlich mindestens 2 Daumen nach oben haben, aber ich habe bloß 1 Daumen nach oben und 3 nach unten. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber gut, solche Videos habe ich jetzt auf dem neuen Kanal auch hochgeladen, die mehr Daumen nach unten als nach oben haben. Aber ja, sonst die Tendenz bei mir ist schon, dass 95-98% der Videos, die ich hochlade, deutlich mehr Daumen nach oben als unten bekommen. Ich gebe immer noch einen 2. Daumen, einfach aus Solidarität, weil hier auch 2 Leute in den Kommentaren sind, die das mindestens gut fanden. Ja, Musik wieder bei Kevin MacLeod, wie ihr sehen könnt. Also habe ich es gemacht, einfach rein explodiert. Okay, interessant.
interessante Identität natürlich mit diesem weißen Fenster, was hier aufgegangen ist. Gerade die kleinen Androids sehen irgendwie süß aus, diese Android-Bots, wenn ich das mal anschaut. Die sehen schon irgendwie süß aus, wie die rumstehen. Ja, auch hier wieder einige Sachen, die ich anders machen würde, wenn ich es nochmal neu machen müsste. Aber ja, gut, für die Sachen, die ich damals hergestellt habe in 3D. Es war vor 11 Jahren, beziehungsweise das ist ja auch ein Re-Upload. Ich habe das vor 12, 13 Jahren gemacht, insofern ist das in Ordnung für mich. Gut, ist jetzt nicht super spektakulär, ich wollte es mal gezeigt haben. Das ist wieder interessanter, ist das nächste Video. Da sage ich mal nichts, ich halte mal kurz meine Klappe und wir schauen uns das einfach nochmal an. Moment, gibt es hier keine AD-Qualität? Achso, 27p bloß, na gut. So, das war ein kleines Intro für meinen Kanal. Was mir hier an dem Video sehr, sehr gut gefällt, obwohl es jetzt nicht super toll aussieht, Qualität ist nicht super hoch, aber was auch immer, auch die Animationsqualität ist natürlich sehr, sehr mittelmäßig gewesen. Aber was mir hier sehr gut am Video gefällt, nicht nur ist es mit der Tonbearbeitung ganz hübsch gemacht, sondern das Ganze hat eben auch eine Geschichte. So, die Lampe, die reinspringt, sich umschaut, wo ist der Schriftzug, die um und her springt und dann wie halt dieser Schriftzug hier eingeblendet wurde. Natürlich hat das Ganze auch eine gewisse Ähnlichkeit oder erinnert vielleicht an das Pixar-Intro, da ist auch so eine Lampe, die dort rumspringt. Das ist auch so gewollt, weil ich hatte erst so überlegt, okay, lass mal ein Intro machen, lass mal die Pixar-Lampe nachmodellieren. Und hat er das irgendwie modelliert? Natürlich sieht es jetzt nicht so aus wie die Pixar-Lampe, aber dann habe ich mir so gedacht, gut, nee, bloß nachbauen, das ist auch blöd irgendwie. Lass mal was Eigenes machen, kreativ genug bist du ja, dir Sachen auszudenken. Also gerade so Story schreiben habe ich viele Ideen. Visuell bin ich jetzt nicht so super kreativ, aber so gerade Stories ausdenken und so weiter habe ich schon ein gewisses Talent dafür. Genau, und dann habe ich mir halt so gedacht, nee, lass mal nicht die Lampe reinhoppen, von links nach rechts und dann dort auf dem i rumhoppen und dann, ja, ist das Pixar-Intro, bloß irgendwie geändert. Weil ich hatte auch so eine Idee, glaube ich, gehabt, dass ich hier bei Videosophie die Lampe reinhüpfen lassen wollte. Und da habe ich mir so gedacht, nee, das wäre zwar schon ganz lustig und gerade wenn es gut umgesetzt ist, ja, man kann es verwenden. Aber da hatte ich mir auch gedacht, nee, lass mal was Eigenes machen. Jetzt haben wir schon so eine Lampe gemacht, aber wir haben jetzt nicht, dass die Lampe auf den Text einmal drauf springt, sondern die Lampe sucht den Text und springt ja halt durch die Gegend und sucht halt vergebens nach dem Lucas Videosophy Text. Jetzt geht sie also vorne in die Kamera mit rein und immer noch findet sie es nicht, sie hüpft zurück und im Endeffekt hat sie seinen Text gefunden. Und ja, das war halt so die Idee dahinter gewesen. Wie gesagt, technisch ist jetzt halt nicht super toll unbedingt und auch diese Kompressionsartefakte ist jetzt natürlich nochmal doppelt komprimiert oder dreifach eigentlich, weil ich ja dann nochmal in Premiere Pro das komprimiere und dann wird es nochmal hochgeladen, dann wird es nochmal komprimiert, aber die Kompressionsartefakte, ihr könnt es euch ja im Original selber anschauen, die Kompressionsartefakte hier, die sind schon ziemlich wüst auf jeden Fall. Also technisch ist es wie gesagt nicht so toll, aber es hat halt eine Geschichte und das ist halt toll, wenn es eine Geschichte hat. Es muss gar nicht gut aussehen, solange eine Geschichte erzählt wird und dort die Sachen nicht nur einfach nur durch den Bildschirm durchfliegen, sondern die Sachen auch was erzählen und man einen Kontext dadurch bekommt. Und solange was die Geschichte erzählt, hat es schon dadurch einen gewissen Mehrwert, finde ich. Ja, gut, das wollte ich was gezeigt haben. Das war ja mein Intro. Ich habe das, glaube ich, nie für irgendwas verwendet gehabt, dieses Intro. Und dann war es im Endeffekt quasi einfach nur so eine Testszene, die ich entwickelt habe. Aber ja, das ist so eine Sache, das schaue ich mir auch nach Jahren noch gerne an. Ich würde es mittlerweile natürlich technisch deutlich besser machen. Ich glaube, ich würde auch das besser animieren. Ich würde auch die Lampe natürlich realistischer machen. Die Lampe sieht halt auch serviert aus. Also ich würde das alles ein bisschen hübscher machen. Aber ja, es hat halt, wie gesagt, so eine kleine Geschichte. Und dadurch, dass es halt auch eine Geschichte hat, hat es auch eine gewisse Trolligkeit, wie ich finde. Gut, dann wäre auch schon im letzten Video quasi angekommen. Damals war eine Demo gewesen zu ACTA, das war in Dresden. Da bin ich auch mit der Kamera durch die Kante gelaufen, habe das aufgenommen. Ich habe da auch einen kleinen Nachrichtenbeitrag quasi gemacht. Nicht fürs Fernsehen natürlich, sondern für meinen Kanal quasi. Aber ich wollte einfach auch mal so eine Produktion quasi durchgespielt haben. Ja, wie ist das halt, wenn man eine Nachrichtenproduktion macht, aufnehmen und Schnitt und es muss am nächsten Tag hoch sein. Wobei ich war damit auch relativ spät gewesen, weil viele haben halt Sachen so direkt hochgeladen. Und dann konnte man sich direkt anschauen im Netz. Ich habe es erst einen Tag später hochgeladen, aber ich habe auch sehr viel editiert dort. Und dadurch, dass dort andere Leute auf YouTube Sachen halt hochgeladen haben, die halt unbearbeitet gewesen sind, hat natürlich doch auch einen starken zeitlichen Bonus dort. Genau, ACTA, für die Leute, die es nicht wissen von euch, das war quasi der Name eines Zensurprogrammes, was man sich ausgedacht hatte. Das kam aus Amerika ursprünglich. Und ACTA hätte extrem viel Sachen zensieren können.
Das wäre also auch für die Freiheit des Internets sehr schlecht gewesen, wenn es durchgekommen wäre. Zum Glück ist es nicht durchgekommen, die Leute sind alle auf die Straße gegangen und haben noch ganz schön Stress gemacht, aber wenn es durchgekommen wäre, dann wäre das ziemlich schlimm gewesen, weil dann hätte man im Grunde eigentlich gar nichts mehr zeigen können an Content, den man nicht selber gemacht hat. Nicht im Sinne von, ich lade einen ganzen Film hoch, sondern im Sinne von, ich mache einen Kommentar oder ich mache ein edukatives Video. Also all diese Sachen, was man ja machen darf auf YouTube, was ja durchaus juristisch erlaubt ist, was man machen darf, wäre dann nicht mehr erlaubt gewesen und dementsprechend hätte man Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Videos löschen müssen auf YouTube. Man hätte auch keine Bilder mehr verwenden können, wenn man es nicht selber erstellt hat. Und es gab noch ganz, ganz viele andere Klausulierungen. Ein was ich auch noch krass fand, was ich heute noch weiß von damals, man hätte auch Sachen nicht mehr summen dürfen. Und tatsächlich nicht nur im Internet, sondern auch im öffentlichen Raum. Also ich hätte quasi eine Lizenz dafür kaufen müssen, dass ich über die Straße laufe und dann ein Lied mitsinge, weil das Lied halt Copyright gefährdet ist und ich hätte es nicht selber singen dürfen und auf YouTube schon gar nicht. Also wenn ich jetzt ein Let's Play machen würde und ich singe dort irgendwie ein Lied für mich, dass ich, keine Ahnung, California Girls oder sowas vor mich hinsinge, das hätte ich nicht mehr machen dürfen, weil selbst selber gesungen, ohne Musik und alles, das wäre nicht mehr erlaubt gewesen. Also ACTA, das wäre schon sehr, sehr einschränkend gewesen. Gut, aber so viel zum Hintergrund. Ich zeige euch mal die Animation kurz. So, das ist übrigens, falls ihr euch gerade fragt, das war jetzt hier mein eigener Arm. Ich habe das ein bisschen in Photoshop bearbeitet. Ja, ich habe so einen Filter drauf angewandt und das ausgeschnitten gehabt. Fand ich ganz cool gemacht und vor allem, das fand ich auch sehr cool, Moment, ich zeig's euch mal. Ich habe das Ganze so ein Schnipsel zerfallen lassen. Ich zeig's euch kurz. Jetzt war das so schnell gewesen. Moment, das kriegen wir hin. Ich habe so ein Schnipsel zerfallen lassen. Ich habe das so einen CC-Effekt verwendet. Ich habe das Ganze natürlich wieder After Effects gemacht und habe dort so einen Adobe CC-Effekt drauf angewandt. Genau, das wollte ich euch bloß kurz gezeigt haben. Ja, habe da dran auch relativ lang gesessen, aber gar nicht so lange. Ich habe da für die Animation den Abend dann gebraucht. Ich glaube, ich habe mit alles erstellen und Ton und rausrendern, ich habe da insgesamt, ich glaube, ja, wie lange denn? 3 oder 4 Stunden dran gesessen gehabt. Aber das ist an sich in Ordnung, weil vieles davon habe ich zum ersten Mal gemacht. Also gerade sowas hier, wie dieses Zerfallen von diesem ACTA-Logo. Das soll übrigens ein Teufel sein, falls ihr das noch nicht verstanden habt. Es soll so ein Teufel sein, quasi mit 2 Hörnern, Spitzbart und so Seitenbärten. Ja, ich glaube, gut, war vielleicht relativ selbsterklärend, aber falls jemand das nicht selber gesehen hat. Genau, hat das halt damals gemacht und saß halt 3-4 Stunden dran. Und das war quasi das Intro gewesen dann für das Nachrichtenvideo, was ich hochgeladen hatte. Genau, das sind wir auch schon am Ende von diesem Video. Das wollte ich euch was alles mal gezeigt haben. Wie gesagt, solange der Channel noch oben ist, könnt ihr euch das Ganze auch selber anschauen. Ich bin jetzt seit 8 Jahren nicht mehr auf dem Kanal gelöscht worden. Ich denke also nicht, dass der jetzt heute oder übermorgen gelöscht werden sollte. Wäre ein bisschen merkwürdig. Aber wie gesagt, falls der Kanal irgendwann mal gelöscht werden sollte, dann habe ich wenigstens ein Archiv gemacht von dem, was ich hochgeladen habe. Denn wie gesagt, ich habe schon früher sehr viele Sachen gemacht, wie diese Stop-Motion-Sachen, die ich erwähnt habe. Genau, und es wäre halt sehr schade, weil ich habe gerade derzeitig auf meinem Kanal um die 700 Videos hochgeladen. Ich glaube 708 oder so war der Stand vorhin gewesen. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf genau. 708 Videos hochgeladen. Mit dem hier sind es dann plus nochmal 12, wären 720. Aber ich habe, wie gesagt, früher schon andere Kanäle gehabt, wo ich vieles hochgeladen habe. Vieles davon war auch Quatsch gewesen. Vieles war auch technisch nicht gut gewesen. Also das war natürlich billig gemacht. Aber es ist, wie gesagt, natürlich trotzdem Nachhinein, wenn dann 10 Jahre vergangen sind oder 15 Jahre vergangen sind. Es ist immer schön im Endeffekt, wenn man Jahrzehnte später darauf zurückblicken kann und die Anfänge sich nochmal anschauen kann und sehen kann, okay, so und so viel hast du dich verbessert oder das war dein Startpunkt gewesen. Also allein schon aus Nostalgie natürlich, aber auch um zu schauen, wie hat man es denn weiterentwickelt. Hat man gute Schritte nach vorne gemacht oder eher sich nicht gut nach vorne entwickelt. Also dafür alleine schon ist natürlich schon schön im Nachhinein, wenn man sich die Sachen nochmal anschauen kann. Und ich habe bestimmt nochmal 100 weitere Videos gemacht, darunter alles mögliche von kleinen 3D-Animationen, die jetzt in der Regel ein bisschen schlechter waren als das mit der Lampe gerade. Aber trotzdem ganz nice irgendwo auch. Teilweise hatten auch Sachen eine Story gehabt. Ich habe auch, wie gesagt, Stop-Motion-Sachen noch gemacht, kleine Animationen, After Effects gemacht. Eins zum Beispiel, da hatte ich einen Düsenjet ausgestellt und hat dann den quasi animiert an einem Pfad. Und der ist reingeflogen und hat quasi eine Pirouette gemacht und ist wieder aus dem Bild rausgezogen. Und ich hatte alles dort mit Mouth-Sounds gemacht. Also alle Sounds, die ich dort verwendet hatte, habe ich quasi selber mit einem externen Mikrofon aufgenommen. Da hatte ich so einen Rekorder gehabt, so einen mobilen Rekorder. Habe das Ganze aufgenommen und dann meine Mouth-Sounds dafür verwendet gehabt. Das war jetzt natürlich technisch auch nicht super krass gewesen oder so. Oder wirklich beeindruckend oder so. Aber es war halt lustig, auf jeden Fall. Es war originell. Es war genau die Art von Content, wie eigentlich nur ich es gefühlt produzieren kann, weil das war genau mein Style. Und es hat auch sehr viel von mir irgendwo vermittelt, sehr viel von mir kommuniziert im Endeffekt. Also wenn ich mich mit einem Video beschreiben müsste oder wie ich damals war, mit einem Video beschreiben müsste, würde ich wahrscheinlich dieses Video nehmen. Ich habe es leider, wie gesagt, nicht mehr.
Die meisten meiner Videos, da ich jetzt auf meinem neuen Kanal über 700 Videos habe, die sind natürlich anschaubar, beziehungsweise auf die habe ich Zugriff. Also prozentual gesehen, von allem, was ich hier produziert habe, kann man sich 80% noch anschauen auf meinem YouTube-Kanal. Also das meiste ist noch erhalten oder zumindest aktuell noch erhalten. Aber wie gesagt, auch wenn die Sachen technisch jetzt nicht super gut gewesen sind, ich habe noch weitere Sachen gehabt und ich finde es einfach sehr, sehr schade, dass ich mir diese Sachen jetzt nicht mehr anschauen kann. Ich finde es sehr, sehr schade. Das ist aber auch der Hintergrund, weswegen ich jetzt dieses Archivvideo gemacht habe. Denn auch wenn es auf diesem Kanal nicht viele Sachen hochgeladen sind, alles hat eine Backstory irgendwo. Und ich finde auch das sehr, sehr schade, wenn man sich das nicht mehr anschauen könnte in, keine Ahnung, 2 Jahren oder so. Wann auch immer dann der Kanal gelöscht wird, weil irgendwann würde er bestimmt gelöscht, nehme ich an, wenn er nicht aktiv ist. Ja, auch das hätte ich halt, wie gesagt, sehr schade gefunden. Deswegen dieses Archivvideo heute, das ging jetzt auch schon viel, viel länger, als ich eigentlich ursprünglich vorhatte. Ich habe jetzt bestimmt fast 1 Stunde geredet, wenn nicht länger sogar. Ja, 1 Stunde, 12 Minuten sogar. Das ist natürlich auch schon eine Menge, auf jeden Fall. Gut, aber ich habe einiges gezeigt. Wie gesagt, für mich einfach auch sehr, sehr wichtig, nochmal festzuhalten, was habe ich damals gemacht und was mache ich heute. Und ich werde auf jeden Fall nicht mehr von mir selber dann Videos löschen. Ich werde vielleicht Sachen mal auf privat stellen, aber jetzt, wo ich halt weiß, wie das einem auch einfach eine Seele wehtun kann, wenn man sich Sachen von früher nicht mehr anschauen kann, weil die gelöscht worden sind. Jetzt, wo ich dieses Gefühl kenne, werde ich es nicht mehr machen. Aber ja, ich hoffe, das muss alles gezeigt haben. Wie gesagt, mehr oder minder war das alles für mich. Nochmal ein paar Sachen anschauen von früher. Nochmal ein bisschen Nostalgie quasi tanken und halt Sachen festhalten. Aber ja, vielleicht geht es euch ja genauso. Ich habe ja auch schon mal so ein ähnliches Video gemacht. Vielleicht habt ihr auch noch einen alten Kanal. Ja, wenn noch, wie auch immer, ihr könnt es gerne in die Kommentare mit reinschreiben, falls ihr euch das Video bisher angeschaut habt. Daumen hoch auch für euch übrigens. Ihr könnt natürlich auch gerne einen Daumen nach oben geben, aber Daumen hoch auch für euch, falls ihr lange im Video geblieben seid. Denn über 1 Stunde zuschauen ist halt auch eher unüblich auf YouTube. Außer bei den großen YouTubern, die halt wirklich dann auch sehr fesselnde Inhalte machen. Bei mir ist es eher mittelmäßig fesselnd oder mittelmäßig interessant, was ich hochlade. Aber ja, wie gesagt, auch da herzlichen Dank dafür. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Moment, irgendwas wollte ich gerade sagen. Jetzt ist es mir gerade entflogen. Ich kann einen kurzen Cut machen, dann sage ich es gleich. Okay, ich habe gerade nochmal 1 Minute nachgedacht. Mir ist jetzt nichts mehr eingefallen, was ich eigentlich ursprünglich noch sagen wollte. Aber ja, gut, das waren einige meiner älteren Sachen, die ich hochgeladen habe. Wie gesagt, gerade diese beiden Musikvideos, die liegen mir bis heute noch sehr am Herzen. Vielleicht mache ich ja irgendwann mal wieder ein Musikvideo. Aber wenn, würde ich schon gerne ein Video dann machen, was auch richtig aufgenommenen Sound hat. Ich bin jetzt aber auch nicht so der allergrößte Experte, was das Soundaufnehmen an sich betrifft. Vielleicht treffe ich ja nochmal irgendjemanden von einer coolen Band und dann nehmen wir was zusammen auf. Also die nehmen den Ton auf und ich nehme dann alles mit der Kamera auf und schneide das Ganze. Kann ich nicht ausschließen, aber ich glaube, dass ich ein Solo-Video mache, dass ich alleine eine One-Man-Band quasi aufstelle, das wird, glaube ich, nicht mehr geschehen. Aber Lust hätte ich ja eigentlich. Also wenn ich Leute kennen würde, die auch so ein bisschen kreativ sind und musikalisch begabt sind, Lust hätte ich ja, wieder ein Musikvideo zu machen. Habe ich jetzt schon seit über den Jahrzehnten nicht gemacht. Und das war eigentlich so eine der ersten Sachen, die ich machen wollte, als ich angefangen hatte, Videos zu machen. Ich wollte Musikvideos machen, ich wollte Stop-Motion machen, ich wollte so story-getriffene Sachen machen und ich wollte so Richtung Dokumentation, Nachrichten und Fernsehen wollte ich was gemacht haben. Also quasi so, ja, ein breites Spektrum dessen, was man machen würde in einer Film- und Fernsehfirma. Ich habe übrigens auch mal in einer Film- und Fernsehfirma gearbeitet, einen Monat lang in einem Praktikum. War sehr interessant gewesen. Das war bei einer Firma, Ad-Hoc heißt das. Die sind beim MDR dort bei Dresden. Die sind quasi in Steinwurfnähe vom MDR dort. Hatte ich mal ein Praktikum gemacht, das war auch sehr cool gewesen. Ja, ich wollte sowas früher machen, aber das kann ich, glaube ich, auch mittlerweile gar nicht machen, würde es auch gar nicht machen, weil das für mich gesundheitlich schwierig wäre dort. Das ist sehr, sehr stressig. Ich brauche entweder irgendwas, wo ich hinterm Rechner sein kann oder in einer Werkstatt bin oder so, in einem stressigen Umfeld oder wo viele Leute sind. Das könnte ich psychisch, glaube ich, nicht machen. Das wäre für mich zu anstrengend bzw. zu belastend. Gut, das wäre jetzt, glaube ich, wirklich alles, was ich sagen wollte und zeigen wollte. Ja, das ist halt mein alter Kanal. Wie gesagt, ich hatte davor noch ältere Kanäle. Ich hatte davor, ja, 3 oder 4 weitere Kanäle. Ich kann es euch auf Anhieb gar nicht sagen. Ich muss es echt nochmal zusammen alles durch den Kopf gehen. Ich bin mir wirklich nicht 100% sicher, aber 5 waren es auf jeden Fall. Beim 6. müsste ich echt durchgehen nochmal, ob das ein Kanal war ob ich ihn umbenannt hatte oder irgendwas in die Richtung. Gut, aber sei es wie es sei, da kann ich dann selber später drüber nachdenken. Bei der Frage könnt ihr mir jetzt nicht helfen. Mit Zeitversatz und über das Internet sowieso nicht. Ja, aber ich danke euch, wie gesagt, fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben fürs Video geben würdet, falls ihr zugeschaut habt. Ihr könnt einen Kommentar da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich antworte auch normalerweise auf Kommentare. Und falls ihr mehr sehen wollt von mir, dann könnt ihr sehr gerne auch ein Abo da lassen. Würde ich mich sehr freuen. Wieder im Sinne. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, liebe Leute. Und bis bald hoffentlich.